Striker, wie bist du zum Cosplay gekommen? Also das ging los, als Naruto gerade frisch in Deutschland rauskam. Und da habe ich über YouTube einfach ein paar Videos gesucht und habe halt Naruto Cosplayer gefunden und habe dann dieses Wort gegoogelt und habe dann dadurch auch verschiedene Conventions auch gefunden. Die erste war die Konichi auch direkt. Da bin ich dann spontan hingefahren, 3 Monate später. Und als ich halt diese ganzen Cosplayer da gesehen habe, war ich einfach voll begeistert und habe mir dann daraufhin mein erstes Cosplay auch gekauft. Das war dann von Sasuke, das Black Basic Cosplay. Und ja, so hat es dann langsam angefangen und ich bin auf mehrere kleine Events gegangen, so in Düsseldorf und Dortmund. Und dann hat sich das hinter so entwickelt, dass ich immer mehr Cosplays gekauft habe und mein Freundeskreis dadurch auch größer wurde. Und mittlerweile bin ich halt seit 9 Jahren dabei und habe noch keinen Bock aufzuhören. Machst du deine Cosplays selber oder kaufst du sie? Und wenn ja, warum? Ja, ich kaufe meine Cosplays, weil zum einen bin ich ziemlich ungeschickt, was so Handarbeiten angeht und ich traue mich das auch gar nicht, wirklich mich ranzusetzen, weil so ein Cosplay ist eine Menge Arbeit. Ich bewundere jeden, der das selber macht und auch mit Warbler arbeitet oder nähen, alles. Und ja, zum einen habe ich aber auch nicht so viel Zeit, weil ich andere Aktivitäten lieber mache. Und ja, ich glaube, jeder sollte das selber für sich entscheiden, ob man es halt selber macht oder kauft. Ich habe am Cosplay auch trotzdem so Spaß. Hauptsache man verkörpert den Charakter gut und macht seine Shootings. Im Prinzip entscheidet halt jeder selber, wie er am liebsten Cosplay möchte und ich bleib dabei. Was sind deine Lieblings-Cosplays? Also zum einen ist es Malzahar auf jeden Fall, weil er einfach sehr luftig ist und einfach zu tragen. Und das andere Cosplay, würde ich sagen, das sind eher so Zivil-Cosplays, was zum Beispiel wie Steve Rogers, Tony Stark, weil das ist einfach sehr unkompliziert und man kann sich schnell umziehen oder auch mal einfach normal so rumlaufen. So Cosplays wie Captain America beispielsweise sind dann doch schon ein bisschen anstrengender zu tragen, weil es ein bisschen eingeschränkt ist, wie man dann sich dann bewegen kann halt. Also ich mag es lieber einfach Cosplays zu tragen. Was sind denn noch für Cosplays geplant? Also für dieses Jahr habe ich noch einige geplant. An Anime-Cosplays habe ich 2 verschiedene Versionen von Trunks aus Dragon Ball Z und Dragon Ball GT. Und dann habe ich noch Son Gohan in der Erwachsenen-Version und in der Great Saiyaman-Version. Das war es erstmal mit den Anime-Cosplays. Zum anderen habe ich noch von League of Legends geplant, den Hatsika Varus und eine männliche Version von Nidalee. Und ein Überraschungs-Marvel-Cosplay. Das werde ich auf dem Japan-Tag präsentieren. Und zu guter Letzt, woher stammt dein Nachtara? Ja, das Nachtara, das ist eine lange Geschichte. Das hat ungefähr vor 3 Jahren angefangen. Da habe ich auf der Animagic einen Typen mit einem Mario-Pilz gefunden und der hat einfach random Leuten den in die Hand gedrückt und hat Fotos mit denen gemacht. Und da Nachtara mein Lieblings-Pokémon ist, habe ich irgendwann einen Plüschchen gesucht, was einfach gut aussieht, weil es gibt viele, die sind einfach schlecht gemacht. Und dann habe ich auf einer kleinen Messe in Köln, den Harajuku Day, habe ich einen Plüsch-Nachtara gefunden. Nicht dieses hier, sondern ein kleineres erstmal nur. Und dann habe ich damit einfach auch begonnen. Auf der Leipziger Buchmesse 2013 habe ich das erstmal damit eine Fotoreihe gemacht. Und dann ein Jahr später habe ich halt dieses kennengelernt, gefunden. Und ja, das hat sich so ergeben, dass ich das auf jede Convention halt mitnehme und wenn ich kann, immer eine Fotostory mit diesem Pokémon mache. Und viele erkennen mich sogar von Weitem allein schon nur an diesem kleinen Vieh. Das ist ganz interessant. Und ja, man wird mich auf jeder Convention auf jeden Fall immer mit diesen kleinen süßen Pokémon sehen. Vielen Dank für das Interview. Danke auch.